Hallöchen YouTube, willkommen zurück zu einem weiteren Part von Chaos auf Deponia. Ja, wie gehen wir jetzt weiter vor? Ich habe noch keinen richtigen Plan. Das sieht aus wie eine Pfote. Ja, okay, im Nachhinein habe ich gesehen, hier das mit diesen Rohren, ja, man muss nicht nehmen, wo die hinführen, bla bla bla, Kommentar. Nein, vielen Dank für diesen Hinweis. Gut, da wir jetzt, glaube ich, keinen richtigen Plan haben, würde ich einfach jetzt nochmal, ja, gucken, wo diese Fragezeichen hinführen. Deswegen schauen wir mal. Gehen wir mal in diese Richtung. Was soll das denn? Ein Gitter? Hey! Hallo! Was heißt denn hier Brr? Frechheit! Was, wo kam das denn her? War der das hier? War das das Vogelhaus? Ih! Okay, ja, wir können hier eine Menge machen. Ih, die Nase. Hallo. Ich stink. Ach so, weil wir stinken, okay. Dann braucht man theoretisch irgendwas, um zu duften. Vergammelte Pillen, vielleicht helfen die ja. Machen wir nur mal so als Scherz. Boah, ich kann dieses Geräusch nicht abhaben. Ih! Ich habe noch nie einen so hochnäsigen Türsensor gesehen. Okay. Leer, von dem Vogeldreck mal abgesehen. Go, go! Rufus, Gummia! Tja, also, sonst klappt das immer. Gut, das hatten wir schon. Oh, ich will nur mal gucken, was... Hier kann man sich ja alles angucken. Was für ein hässliches Nest. Das muss zu einem extrem hässlichen Vogel gehören. Ja, den Spruch hatten wir ja schon mal. Kübel voll Erde. Na super. Noch mehr Dreck. Ja, gut, hier haben wir das Eichen, wo wir eh nicht drankommen. Ich will das Eine nicht. Harke. Die könnte nützlich werden. Ja, um draufzutreten und dir damit den Kopf zu stoßen, nehme ich an. Ich will das nicht mit dem Inventar, das ist so sensibel. Wir haben hier noch einen Baum. Mein botanisches Expertenwissen verrät mir, dass das hier eine ein Pflanze ist. Nein, ist ja noch viel präziser als mein Tipp. So, Glatzmatz, der Gärtner, Glatzmatz. Süß. Wer benutzt denn da einen Spaten zum Harken? Ach, seht nur, Kinder, es ist Glatzmatz, der Gartentroll. Glatzmatz, Glatzmatz, hässlich wie die Nacht. Was zum Teufel? Das muss ich jetzt nicht verstehen, okay. Gucken wir mal, ob wir mit Glatzmatz reden können. Wer benutzt denn da eine... Okay, nein, bitte nicht. Ich will das nicht schon wieder. Gut, wir können nicht mit dem reden. Können wir sonst noch irgendwas tun? Nee, damit sind wir schon durch. Ja, wir müssen irgendwie duften, ne? Rasiermesserfisch. Kurbel. Können die mal die Nüsschen hinhalten? Oh. Was? Oh, süß. Habt ihr das Niesen gehört? Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das klappt. Ich muss zugeben, so langsam kommen wir auch an den Punkt. Ich habe damals mal Deponia 2 angefangen zu spielen. Jetzt so langsam kommen wir an den Punkt, wo ich selber wirklich mich gar nicht mehr... Also ich war noch nie so weit. Ich bin, glaube ich, auch noch nie hier drin gewesen. Ich meine, dass ich damals auch... Oh, hier geht's raus. Hier geht's zur rechten Seite. Ja, Wahnsinn. Komm, dann steck mal die Hake ein. Oh, so viele Möglichkeiten. Ich wusste es! Was habe ich gesagt? Genau das habe ich gesagt. Ja, also kommen wir da nicht hin? Oder können wir irgendwas anderes tun? Nee. Oh nein, aber dass er jetzt Schnupfen gekriegt hat, ist ja süß. Ja, dann fass mal rein in den Dreck. Nichts außer und davon. Okay, wir kommen da eh nicht rein. Batsch. Au! Es gibt auch absolut keinen anderen Weg. Aufheben geht von dieser Seite natürlich nicht. Das kennt ja jeder. Wir schauen mal, was hier ist. Einmal ein bisschen umschauen. Im Nobelviertel. Aha. Oh, hier war ich auch noch nie. Schnabeltierfiebel und Schnabeltiertrapper. Mhm. Oh, hier könnte man noch ein romantisches Dinner machen, oder? Yes. Okay, Quitsch. Nein, wir schauen Schnabeltiernest schon wieder. Okay, wir gucken uns hier erstmal an. So sehr ich Fachidioten auch verabscheue, der Hut ist irgendwie lässig. Ja, oder total dämlich. Hallo. Willkommen im Schnabeltierparadies. Was kann ich Schnabelhaftes für Sie tun?
Was zum Kuckuck ist denn das hier bloß für ein Laden? Es ist ein Souvenirshop. Wir haben alles, was das Touristenherz begehrt. Schnabeltier-Grußkarten, Schnabeltier-Pralinen, Schnabeltier-Mützen, Schnabeltier-Rückenkratzer, Schnabeltier-Schmuck, kleine Schnabeltier-Repliken für den Danke, Kamin, reicht. Schnabel-Kuscheltiere, T-Shirts mit lustigen Schnabeltiersprüchen und Musikdatasetten mit Schnabeltierlauten. Tja, da bleibt kein Wunsch offen. Nee, definitiv nicht. Kann es sein, dass du Schnabeltiere magst? Sieht so aus, hä? Hm? Schnabeltiere sind meine Lebensgrundlage. Wenn man weiß, wo man sie findet, kann man ein kleines Vermögen verdienen. Indem man Rückenkratzer an Touristen verkauft? Du hast ja keine Ahnung. Aber ich beliefere zum Beispiel auch das Schnabeltier-Restaurant. Und außerdem bin ich Buchhalter für Schnabeltierkampfwetten und Leiter des Schnabeltierclubs. Schnabeltiere sind sogar die Inspiration für meine Poesie. Du schreibst Schnabeltiergedichte? Ja, hauptsächlich für Grußkarten. Sie werden aber auch wöchentlich in der Schnabeltier-Daily abgedruckt. Wahnsinn. Hast du auch irgendwas, das nicht aus Schnabeltieren gemacht ist? Naja, die Schnabeltierstatuen sind aus Ton. Aber ich benutze Schnabeltierwachs für die Lackierung. Wo kommt das Wachs her? Du belieferst auch das Schnabeltierrestaurant? Ja, man kann viele leckere Gerichte aus Schnabeltieren machen. Und wenn es mal einen Engpass gibt? Boah, das wäre eine Katastrophe. Das Restaurant müsste seine Karte komplett umstellen. Aber so weit wird es nie kommen. Auf dem schwimmenden Schwarzmarkt gibt es überall unbewachte Nester. Aha. Was meinst du mit unbewachte Nester? In jeder Generation gibt es ein ganz besonders böses Schnabeltier, das Nest des Rudels bewacht. Was können die schon groß machen? Nach deinen Fingern schnappen? Ich sag's dir, das sind richtige Biester. Beißen die sich etwa auch durch Handschuhe? Und Suspensorien. Wenn du dich für Nestwächter interessierst, Clubmitglieder können alles Wissenswerte über sie in der Schnabeltierfibel nachlesen. Juhu! Was hat es mit diesem Schnabeltierclub auf sich? Das ist eine tolle Sache. Als Mitglied bekommt man immer brandheiße Informationen aus der Welt des Schnabeltiers Freihaus. Man erfährt als Erster alles über das Wunder der Schnabeltierbrut und kennt schon vor Wintereinbruch die Routen der Schnabeltierwanderung. Außerdem wachsen einem Federn am Bürzel. Schnabeltiere haben weder Federn noch Bürzel. Als Clubmitglied wüsstest du sowas. Jedes Mitglied bekommt bei Eintritt die neueste Ausgabe der Schnabeltierfibel. Ich habe Probemitgliedsausweise in den Glückskeksen des Restaurants versteckt. Mit etwas Hilfe von Fortuna kannst selbst du in den engeren Kreis der Schnabeltierfamilie aufgenommen werden. Wenn Fortuna sich wirklich mit so einem Mist beschäftigt, erklärt das meine Pechsträhne in letzter Zeit. Ich war gerade ein bisschen abgelenkt von dem Schnabeltier hier, weil das auf einmal weggeflogen ist. Da habe ich schon nicht mehr so gut zugehört. Aber es geht um den Club und hier, man kriegt irgendwelche Proben aus den Glückskeksen, meine Güte. So habe ich es zumindest jetzt gerade verstanden. Wie kann ich gleich Mitglied im Schnabeltierclub werden? Ganz einfach. Ach. Ich habe Probemitgliedsaus... Was mal wieder... Okay. Da ist er schon wieder weggeflogen. Aber gut, das ganze Sabbel hatten wir ja gerade schon. Ja, erzähl mir da. Seht ihr? Witzig. Was kannst du mir noch alles über Schnabeltiere erzählen? Eine Menge. Aber das würde den ganzen Tag dauern. Und das will niemand. Wenn du Mitglied im Schnabeltierclub wärst, würdest du von mir die Schnabeltierfibel bekommen. Da könntest du dann alles selber nachschlagen. Ach ja, das Leben könnte so schön sein. Ja, ehrlich. Aber... See you later, Alligator. See you later, Alligator. Hell yeah, Schnabeltier. Okay, es geht besser. Finger weg. Oh. Die Fibel ist nur für Mitglieder des Schnabeltierclubs. Auch wenn sich alles in mir sträubt, diese Frage zu stellen. Wie kann ich gleich... Ganz einfach. Ich habe es mein... ja. Hör auf. Sonst kann ich hier nichts mitnehmen, oder? Ich kann mit Ihnen quatschen. Rufkarten. Schnabeltier, Schnabeltier, ich wünschte, ich wäre heute bei dir. Wahnsinn. Das ist reinste Poesie. Kurbelhalterung und wir haben eine Kurbel. Das checken wir doch gleich mal, aber der wird das Ei eh wieder nicht anfassen wollen, weil das ja aus einem Po von irgendjemand anderem kam oder irgendwie sowas. Hier gibt es scheinbar nur Gerichte, die aus Schnabeltieren zubereitet sind. Das wird Lady Goal gar nicht gefallen. Muss man eher nicht sagen, ne? Kling, kling. Einen Augenblick bitte, bin sofort bei Ihnen. Strappel, strappel, strappel. Großer, allmächtiger McFoon.
Dein treuer Diener hat ein neues Opfer für dich gefunden. Was? Laufrufe! Ignos, Aprixidur, Numidum, Padrex, Maradur, extra Käse. Ja, ja. Eigentlich ganz nett hier. Auf jeden Fall. Da bin ich endlich. Entschuldigen Sie, dass es etwas gedauert hat. Kein Problem. Was kann ich denn für Sie tun? Wir bestehen nur aus Augen. Ja, ist wie Schnabeltieraugen. Ach nee, der hat aber auch so Augen. Was haben Sie denn so im Angebot? Nun, für das Restaurant gilt die Abendkarte. Hier am Takeaway-Schalter servieren wir hauptsächlich Schnabeltierburger. Ich hoffe, die sind nicht zu fettig. Ich will ja nicht meinen Astralkörper ruinieren. Oh, da werde ich lieber noch einmal nachfragen. Oh, bitte nicht. Das sind doch nur Augen. Da ist überhaupt kein Umriss. Großer Weiser McFulu. Das Opfer fragt, ob die Burger dick machen. Ravanek Cha. Ravanek Kam Cha. Kuror. Bodenhaltung. Ach ja. Was soll das denn? Unsere Geschäftsführung möchte Ihnen versichern, dass wir für unsere Produkte ausschließlich die besten Zutaten verwenden. Und die wertvollen Vitamine stammen allesamt aus freilaufenden Salatblättern. Suchen Sie sich einfach etwas vom Menüplan aus. Sie können aus 3 Menüs wählen. Außerdem können Sie Ihre Auswahl noch verändern. Es steht alles auf dem Plan. Oh, viel zu viel. Kann ich mir auch gar nicht merken. Romantisch haben Sie es hier. Finden Sie? Und ob? Die Aussicht, die Altstadt, fehlen nur noch die spielenden Kinder. Oh, einen Augenblick. Holt er spielende Kinder? Bitte fragt er nicht jedes Mal. Er hat uns durchschaut. Ihm sind die fehlenden Kinder aufgefallen. Orum Deus Satinav. Murmel, Schnurmel, Schnabbel die Bautz. Also manchmal machst du mir richtig Angst, oh Herr der Finsternis. Da bin ich wieder. Kann ich noch etwas für Sie tun? Okay. Her damit. Was hat es mit diesen Glückskeksen auf sich? Da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Jetzt frag mich wieder. Oh, das wird doch lange dauern. Glückskeksen, oh Herr. Medior Pansusex Padino Muror Vidaduna La Paridox Domentur. Schlechtet die Sterblichen. Genau. Kann man ihm sagen, dass man weiß, dass man ihn hören kann? So, und schon wieder zurück. Es handelt sich um eine kleine Aufmerksamkeit unseres Hauses. Wenn Sie Glück haben, gewinnen Sie sogar eine Probemitgliedschaft im Schnabeltierclub. Hurra! Ich will. Gut, dann reservieren wir mal. Ich hätte gerne einen Tisch für 2 Personen reserviert. Für 2? Einen Moment. Boah, Leute, holt euch Kaffee, dauert länger. Wir haben ein zweites Opfer. Wie soll ich vorgehen? Ordo nominem Hassur Modena Confuginos Lyomon Fadamon Probestellung. Oh, na, dann sag ich ihm das so. Hier ist der Kunde wirklich noch König. Auf jeden Fall. Wir können leider für heute keine Reservierungen mehr annehmen. Warum? Der einzige freie Tisch ist für Stammkunden reserviert. Sind Stammkunden? Was denn? Gut. Gibt's denn gar nichts außer Schnabeltieren auf Ihrer Abendkarte? Da muss ich kurz nachsehen. Boah. Warten Sie bitte einen Augenblick, ja? Oh, meine Lebenszeit ist begrenzt, auch mit dem Scheiß. Nach der Abendkarte, was sage ich ihm denn jetzt? Du kriegst von dem noch keine richtige Antwort. Warum fragst du den immer? Verstehe. Ja, oder absolut gar nicht. Nein, hallo Augen. Es tut mir leid. Solange wir noch einen gesicherten Nachschub haben, werden all unsere Speisen aus Schnabeltieren hergestellt. Vielleicht muss ich deswegen die Eier einsammeln, damit die keinen Nachschub haben. Bing, ich bin so schlau. Ich würde gerne etwas zum Mitnehmen bestellen. Aber gerne doch. Suchen Sie sich einfach etwas vom Menüplan aus. So. Haben wir überhaupt Geld? Ich will einen Burger, ich will 2 Dingsies hier Kekse haben, oder?
Wir haben eh kein Geld. Ich weiß gar nicht... Was? Da kommen die Augen. Na, die Augen sind immer da. Ich will die Kekse haben. Kann ich irgendwas tun? Nee. Ja, fertig. Was muss ich denn machen? Wir haben ja eh gar kein Geld, oder haben wir irgendwas? Überspringen? Nö, ich würde es nicht überspringen. Ich würde nur gerne wissen, was ich tun muss. Ist so. Das Ihre Bestellung? Ja, ja. Wieso? Naja, haben Sie überhaupt genug Geld dabei? Ich habe gar kein Geld. So wie Sie rumlaufen? Nein, stimmt. Sorry, mein Fehler. Super, hat sich ja richtig gelohnt. Ja, müssen wir noch irgendwie an Kohle rankommen oder was? Ja, gut. Gehen wir mal hier nach oben, dann können wir vielleicht die Kurbel betätigen. Tada! Und wir nehmen diese Kurbel dafür. Etwas Offensichtliches eine mal. Eine Kurbel? Bei nee. Dieser Kurbelrolle ohne Kurbel fehlte eine Kurbel. Rufus, du bist ein Genie. Wahnsinn. Jetzt kurbel mal. Und jetzt fass ich das Ei an. Grundsätzlich. Oh, wieso denn nicht? Wir haben aber auch sonst nichts, womit wir die... Ich rühre Grund... Pieks. Nee, geht alles nicht, ne? Ich rühre... Ja, ja. Gut, dann hat sich das hier auch erledigt. Ich glaube, mehr können wir hier auch gar nicht machen, ne? Da waren wir überall dran. Hier ist das hässliche Nest. Was für ein Häss... Ja. Musst du... Ja, gut, hatten wir auch schon. Gut, dann gehen wir zurück. Dann gehen wir mal hier hinüber. Ach, da ist er schon. Ich war ein bisschen schnell. So, man kann hier ins Haus reingehen. Linke Seite. Können wir mal ein bisschen an dem Bäumchen rütteln. Hey, Finger weg von dem Baum! Okay. Oh. Was? Das waren nicht die Finger. Weil ich es mit den Füßen gemacht habe. Siehst du? Hier, Füße. Zack. Ach komm schon, das war lustig. Oh. Was passiert? Oh. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Was ist passiert? Ach da. Warum fühlt sich mein Rücken plötzlich so an, als hätte jemand mit einer rostigen Harke das Wort Rache hineingeritzt? Na, muss der Stress sein. Auf jeden Fall. Wir gehen nochmal zurück. Stimmt richtig gut drauf. Jetzt braucht er nämlich... Jetzt hat er die Harke genommen. Oh mein Gott, ich bin so ein Genie. Eigentlich würde ich gern nochmal ein bisschen mit ihm reden, aber ein bisschen Angst, dass er uns... Ja, komm. Blub. Hoffentlich tut er uns nicht weh. Wo ist... Ich kann Freunde? Gar nicht. Oh! Das gibt's doch nicht. Okay. Ich habe nicht... Ja, irgendwas mit einer Antwort. Er hat die Antwort nicht mitbekommen. Wir heben den Spaten auf. Wir reden ein bisschen gar nicht mit ihm. Ja, aber es war doch clever. Zack. Können wir uns ein bisschen Erde Lose nehmen. Lose Erde habe ich genug im Mantel. Wenn Hast ich mehr Erde brauche, sollte ich mir ein passendes Behältnis suchen. Lose Erde habe ich, wenn ich... Okay, dann brauchen wir ein Behältnis. Gut, dann gehen wir... Ah, hier kommt man auch noch irgendwo hin. Ich gehe aber erstmal ins Häuschen rein. Hallo. Oh, boah, was für ein Schuppen. Haben Sie schon mal etwas vom Anklopfen gehört? Nein. Natürlich, aber das neue Album ist mir zu kommerziell. Was haben Sie überhaupt hier verloren? Haben Sie sich wenigstens die Schuhe abgewischt? Nein. Das letzte Mal zu meinem 8. Geburtstag. Damals hat mich mein Dad? Rufus? Oh, Dad! Was? Du bist Captain Seagull. Ich. Oh. Die Schuhe, Rufus. Oh, Entschuldigung, Sir. Oh, wie krass. Oh. Wie krass. Das hat sie toll gebracht. Wow, Rufus. Dad. Das ist echt voll die geile Hammer-Location. Und ein Fußabtreter aus echtem Wombat. Respekt. Fußabtreter? Ja, er hing gleich neben der Tür. Das war mein Sonntagsmantel. Oh, hör mal, Rufus. Ich hab zu tun. Sag mir einfach, was dich hertreibt. Und dann geh wieder spielen, okay? Wie krass ist das denn? Rufus' Vater. Damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Und auch so belanglos und nicht mal so tada, sondern einfach nur, ey, Mann. Meine Güte. Freust du dich denn gar nicht, mich zu sehen? Ja, aber natürlich freue ich mich. Ich hab nur gerade viel zu tun.
Wenn du artig bist und deinen alten Mann seine Arbeit machen lässt, dann können wir ja später noch Möwen füttern gehen. Möwen füttern? Na hör mal, ich habe wichtige Sachen zu erledigen. Dann macht es dir ja nichts aus, wenn ich mich erst später um dich kümmere, okay? Später, später. Das sagst du immer. Oh, wie traurig. Ich dachte, du seist auf Elysium. Elysium? Ja, Elysium halt. Du hast mich verlassen, um nach Elysium zu gehen. Daran wirst du dich doch wohl noch erinnern. Ach so, ja. Ja, und wie ich mich erinnere. Was hatte ich mir nur dabei gedacht? Wo doch jeder weiß, dass es unmöglich ist, von Deponia zu entkommen. Ich war schon ein verrückter Hund damals. Ich wollte nach den Sternen greifen. Heute weiß ich, dass es sich nicht lohnt, irgendwelchen Verrücktheiten hinterherzujagen. Wenn du erst einmal so alt bist wie dein Vater, wirst du das sicher auch verstehen. Das kannst du voll knicken. Ich werde niemals so alt werden wie du, Versager. Okay, schwierig. Auf jeden Fall eine schwierige Situation. Ja, was für eine Überraschung, dass wir Rufus' Vater jetzt getroffen haben. So by the way einfach mal. Wusste ich nicht. Ich bin sehr überrascht. Wie es weitergeht, erfahren wir im nächsten Part. Bis dahin. Tschüss.